Herr Silberhorn, die EU plant eine Verschärfung des Waffenrechts. Was ist da zu erwarten? Ja, die Europäische Union will den Zugang zu illegalen Schusswaffen erschweren. Die Frage taucht immer wieder auf, wenn es Amokläufe oder Attentate gibt. Wir müssen sehr aufpassen, dass darüber nicht Jäger, Sportschützen oder die Sammler von historischen Waffen belastet werden, die mit dem Regelungsanlass, nämlich vor Attentaten zu schützen, überhaupt nichts zu tun haben. Sie sprechen sie selber an, die Jäger, die Sportschützen, die jetzt natürlich wirklich befürchten, unter einen Generalverdacht zu fallen. Zu Recht? Ich teile diese Sorge, sie dürfen nicht kriminalisiert werden. Einen Mord kann man auch mit einem Küchenmesser verüben und deswegen führen wir noch lange nicht ein zentrales Register für Küchenmesser ein. Wenn allerdings Waffen mit großen Magazinen beispielsweise für Massenmorde eingesetzt werden, dann kann man davor schon besser schützen. Deswegen müssen wir den Regelungsbedarf auf diese notwendigen Dinge konzentrieren. Und dazu wollen wir Verbesserungen erreichen in engster Abstimmung mit den Verbänden, auch von Jägern und Sportschützen. Danke.